Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen ist nach ihren Vorwürfen gegen die Bundeswehr in die Kritik geraten. In einem offenen Brief an die Soldaten hielt die CDU-Politikerin der Truppe Fehlverhalten im Umgang mit Missständen und Rechtsextremismus vor. Der Bundeswehrverband kritisierte, mit ihrem allgemeinen Vorwurf richte die Ministerin massiven Schaden an. Hintergrund ihrer Äußerungen sind mehrere Misshandlungsskandale sowie der Fall des unter Terrorverdacht festgenommenen Offiziers. Der Fall des Franco A. belege ein grundsätzliches Versagen der Bundeswehr, sagt die Verteidigungsministerin. Schon gestern Abend hatte sie im ZDF der Armee einen falschen Chorgeist und Führungsschwäche vorgeworfen. Heute legt sie in einem Brief an die Truppe nach, man könne nicht länger von Einzelfällen sprechen. Zu groß ist die Zahl der Vorfälle, zu gravierend die zutage getretenen Fehlentscheidungen, wie zum Teil auf vorgesetzten Ebenen mit klaren Verfehlungen umgegangen wurde. Deswegen müssen wir Missstände offen aussprechen und diskutieren. Der Bundeswehr stehe ein schmerzhafter, aber notwendiger Prozess der schonungslosen Aufklärung bevor, schreibt die Ministerin. Doch die Probleme seien hausgemacht, sagt der Wehrbeauftragte. Ich kann mich erinnern an so viele Vorgänge, die nach oben gemeldet wurden, aber die man nicht so gerne wissen wollte. Inzwischen will man es gerne wissen. Und jetzt muss man mit einer Mentalität kämpfen, die zum Teil in den letzten Jahren und Jahrzehnten für die Soldaten oder von den Soldaten so empfunden wurde, als ob das von ihnen erwartet wird. Der Koalitionspartner geht auf deutliche Distanz zu von der Leyen. Gute Führung beginnt ganz oben und gute Führung heißt Vorbild sein und es lässt sie gerade vermissen. Der Bundeswehrverband spricht von Wut und Empörung in der Truppe. Das kann keiner nachvollziehen, wie sich eine Ministerin jetzt sozusagen auf die Tribüne verabschiedet und über ihre Mannschaft urteilt. Die Kritik an Ursula von der Leyen richtet sich nicht gegen den Versuch, Fehlentwicklungen in der Bundeswehr zu benennen und zu bekämpfen. Für Unverständnis sorgt vielmehr das Krisenmanagement der Ministerin. Der Vorwurf steht im Raum. Ihre Angriffe auf die Truppe dienten vor allem dazu, selbst einigermaßen unbeschadet aus den Skandalen herauszukommen. Weitere Hintergründe und Reaktionen zum Brief der Verteidigungsministerin finden Sie auch in unserer Tagesschau-App. Am heutigen Tag der Arbeit haben die Gewerkschaften für mehr soziale Gerechtigkeit geworben. Auf der zentralen Maikundgebung in Gelsenkirchen wandte sich DGB-Chef Hoffmann gegen Niedriglöhne und forderte für Teilzeitbeschäftigte ein Rückkehrrecht auf eine volle Stelle. Bundesweit nahmen laut DGB etwa 360.000 Menschen an den Kundgebungen teil, etwas weniger als in den Jahren zuvor. Geschlossen und einig treten die Gewerkschaften auf. Unter dem Motto "Wir sind viele, wir sind eins" machten sich Arbeitnehmer für ihre Rechte stark, wie hier in Hamburg. Allein in Berlin kamen 14.000 Menschen zusammen. Insgesamt hatte der DGB in mehr als 300 Städten zu Demonstrationen aufgerufen. Bei der Hauptkundgebung in Gelsenkirchen herrschte zwar Dauerregen, aber an Protestthemen mangelte es nicht. Gerechte Löhne, Tarifflucht, Rückkehr in die Vollzeitbeschäftigung. DGB-Chef Rainer Hoffmann prangerte vor allem die befristeten Verträge an und kritisierte, dass die Unternehmen sichere Rahmenbedingungen vom Staat für ihren Betrieb forderten. Aber ihren Beschäftigten verweigern sie diese Sicherheit. Da machen wir nicht mehr mit. Das ist nicht gerecht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schluss in diesem Lande mit dem Befristungswahn. Arbeitsministerin Nahles stärkte den Gewerkschaften den Rücken. Eines ihrer Themen, die Sicherung der Rente. Arbeitnehmer, die immer ihre Beiträge eingezahlt haben, sollen nach ihren Plänen mehr als die Grundsicherung an Rente bekommen. Das ist doch kein Almosen, wenn wir sagen, die kriegen jetzt mehr als die, die aus welchen Gründen auch immer nicht gearbeitet haben. Das haben sich diese Leute verdient. Und es sind vor allem Frauen, die genau davon betroffen sind. Und deswegen will ich, dass wir eine solidarische Rente haben. Die Kundgebungen zum 1. Mai sind nicht nur Tradition. In diesem Jahr zeigt sich, dass die Sorgen der Arbeitnehmer auch Thema im Wahlkampf werden können. Am Rande von Maikundgebungen ist es in der französischen Hauptstadt Paris zu Zusammenstößen gekommen. Nach Angaben des Innenministeriums wurden 4 Polizisten verletzt. Einige Randalierer hätten Brandsätze geworfen.
Die Demonstrationen zum 1. Mai standen in diesem Jahr auch im Zeichen der französischen Präsidentenwahl. Die Kandidaten Macron und Le Pen warben auf ihren Veranstaltungen 6 Tage vor der Stichwahl noch einmal um Stimmen. Bunt, jung, ausgelassen und europäisch. Nach Umfragen sieht es so aus, als würde der liberale Emmanuel Macron die Wahl am Sonntag gegen die rechtsextreme Marine Le Pen gewinnen. Macron spricht zu mir, zur Jugend. Die politische Klasse muss sich erneuern. Fast 1,5 Stunden beschwört Macron ein starkes Frankreich in einem Europa, das alle beschützen werde. Ganz im Gegensatz zum Programm seiner Herausforderin. Madame Le Pen und die, die uns angreifen, ernähren sich gegenseitig. Denn ihr letztes Ziel ist der Bürgerkrieg, die Spaltung des Landes. Bei der Großveranstaltung von Marine Le Pen zeigten sich die Anhänger streng national. Heute versammeln sich noch mal alle französischen Patrioten, alle, die Frankreichs Werte verteidigen. Frontalangriff gegen Emmanuel Macron. Über die Hälfte ihrer Rede nutzte Marine Le Pen, um ihren Konkurrenten persönlich zu kritisieren. Mit mir wird die Finanzwelt nicht in den Élysée-Palast einziehen. Sie wird auch aufhören zu regieren. Ich rufe euch auf, euch am 7. Mai gegen die Finanzwelt, gegen die Arroganz und die Herrschaft des Geldes zu stellen. 2 Kandidaten, 2 konträre Sichtweisen auf Europa, 2 Ideen von Frankreich. Der Ton wird schärfer, die Stimmung im zerstrittenen Frankreich aufgeheizter. Beide Kandidaten sind in den persönlichen Angriff übergegangen. Beide betonen, es gehe um nichts weniger als um die Rettung Frankreichs. Doch die Franzosen wollen vor allem eins: Arbeitsplätze und Sicherheit. 1,5 Wochen vor einer internationalen Geberkonferenz hat Bundesaußenminister Gabriel das krisengeschüttelte Somalia besucht. Der neuen Regierung in Mogadischu sagte er weitere Hilfen in Millionenhöhe zu. Somalia am Horn von Afrika leidet seit Jahren unter Gewalt, Terror und Vertreibung. Teile des Landes werden von der islamistischen Al-Shabaab-Miliz beherrscht. Wegen der anhaltenden Dürre droht eine Hungersnot. Gut 6 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Etwa 2 Millionen Somalier sind inzwischen auf der Flucht. Endlich etwas Regen in Baidoa im Südwesten Somalias. Die Menschen in der ärmlichen Zeltstadt sind hierhin geflüchtet, nachdem ihr Vieh verendet war. Nicht nur der Regen kommt zu spät, zu spärlich auch die humanitäre Hilfe. Eine Frau erzählt Außenminister Gabriel, es gebe hier Wasser, aber kein Essen. Er verspricht, die 70 Millionen Euro Nothilfe zu verdoppeln. Was wir dringend brauchen, ist mehr internationale Hilfe. Hier droht eben wie schon einmal 2011 eine große Katastrophe wegen Wassermangel und wegen Ernährungsmangel. Nährboden für den Terror. Somalia ist eines der gefährlichsten Länder der Welt. Premierminister Kaire kann Gabriel in der Hauptstadt Mogadischu nur am stark gesicherten Flughafen empfangen. Seit März ist er im Amt, kann jede Hilfe gebrauchen. Seine Regierung muss einen ganzen Staat neu aufbauen. Es geht nicht nur um die Dürre und Nothilfe. Wir brauchen langfristige Investitionen, damit wir ein besseres Land und eigenständig werden können. Doch weite Teile des Landes werden von der islamistischen Terrorgruppe Al-Shabaab kontrolliert. Hier in diesem kleinen Zentrum hilft die UN, ehemaligen Kämpfern auszusteigen. Es ist gar nicht so schwer, die Männer zu überzeugen, wenn man ihnen eine Möglichkeit gibt, ein normales Leben zu haben. Dann akzeptieren die meisten unser Angebot sofort. Doch noch gibt es die Perspektive auf ein normales Leben für viel zu wenige im Land. Nach fast 30 Jahren Krieg und Terror ist die neue Regierung Somalias die Hoffnung auf einen Neuanfang. Den will Außenminister Gabriel mit seinem Besuch unterstützen. Dabei ist zuverlässige, langfristige Hilfe das Wichtigste. Sie ist überlebensnotwendig für die Menschen hier und für die neue Regierung, die gerade erst am Anfang steht, den fragilen Staat zu stabilisieren. Der Haushaltsstreit in den USA ist beigelegt. Demokraten und Republikaner einigten sich im Kongress auf einen Kompromiss und wendeten damit eine drohende Zahlungsunfähigkeit der Regierung ab. Diese soll nun bis Ende September 1 Billion Dollar ausgeben dürfen. Unter anderem wird der Militäretat erhöht. Der Einigung waren wochenlange Verhandlungen vorausgegangen. Es war ein zähes Ringen, doch Republikaner und Demokraten haben sich auf einen neuen Haushalt geeinigt, zumindest für die kommenden Monate. Noch diese Woche soll das Repräsentantenhaus ihn verabschieden.
Die demokratische Fraktionsführerin Pelosi ließ in der Nacht mitteilen, ihre Partei habe sich in vielen Dingen durchgesetzt. Es werde, so wörtlich, keine Finanzierung für Trumps unmoralische und unkluge Grenzmauer geben. Tatsächlich sind zwar Ausgaben für Grenzsicherung vorgesehen, explizit jedoch nicht für die Mauer. Auch die von Trump geforderten starken Kürzungen bei der Umwelt- und Gesundheitspolitik wird es nicht geben. Die Verteidigungsausgaben werden weit weniger erhöht als geplant. Vizepräsident Pence gab sich dennoch zufrieden. Wir sind sehr froh. Dank der Führungsstärke von Präsident Trump und seiner direkten Einflussnahme noch gestern Abend haben beide Parteien unterschrieben. Der Zahlungsstopp ist verhindert. Vorerst also gibt es kein Geld für die Mauer und Abtreibungskliniken werden weiter finanziert, entgegen aller Ankündigungen des Präsidenten. Dabei müsste er eigentlich durchregieren können. Seine Partei, die Republikaner, haben eine komfortable Mehrheit im Parlament. Sie sind aber untereinander so zerstritten, dass er auch Stimmen der Demokraten braucht. Deshalb muss er diese für ihn so schmerzhaften Kompromisse eingehen. Der Islamverband DITIB erhält trotz der Spionagevorwürfe gegen mehrere seiner Imame weiter Fördermittel der Bundesregierung. Nach Recherchen von WDR und Süddeutscher Zeitung gab das Familienministerium die vorläufig zurückgehaltenen Zuschüsse wieder frei. Seit 2011 hatte der Islamverband von der Bundesregierung Fördermittel von etwa 6,5 Millionen Euro erhalten. Das Geld war unter anderem für Integrationskurse und die Jugendarbeit vorgesehen. Der Vorwurf war massiv. 16 türkische Imame wurden beschuldigt, im Auftrag türkischer Behörden in Deutschland spioniert zu haben. 10 von ihnen sind mittlerweile ausgereist. Einen Haftbefehl gab es gegen keinen der 16 Imame. Nun sollen laut Bundesfamilienministerium Fördergelder in Millionenhöhe an den Moscheeverband DITIB weiter fließen. Etwa für das Flüchtlingshilfeprojekt Menschen stärken Menschen. Das Geld war wegen der Ermittlungen des Generalbundesanwalts nicht ausgezahlt worden. Für den grünen Bundestagsabgeordneten Volker Beck ein Unding. Ich finde es hochproblematisch, die DITIB in der gegenwärtigen Situation weiter zu fördern. Sie ist eine Tochteragentur einer Behörde in Ankara und sie hat gezeigt in der Spionageaffäre, wo ihre Loyalitäten sind. Die beschuldigten Imame hätten nichts mit den geförderten Projekten zu tun, heißt es jetzt aus dem Bundesfamilienministerium. Die DITIB habe diese strikte Trennung versprochen. So heißt es in einem Brief, der WDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt, die Zusicherung versetzt uns in die Lage, die Projektförderung nun wieder aufzunehmen. DITIB-Generalsekretär Birkir Al-Bohr reagierte erfreut. Dass sich staatsanwaltschaftliche Ermittlungen nicht gegen alle Imame, sondern gegen einzelne wenige Imame und nicht gegen DITIB oder DITIB-Mitarbeiter geführt werden, hat das Ministerium überzeugt, das Projekt weiterhin zu fördern. Offenbar hat die Spitzelaffäre vorerst keine Auswirkungen finanzieller Art auf die DITIB. Die Ermittlungen gegen Imame in ihren Moscheen dauern an. Der Norweger Alexander Kristoff hat zum dritten Mal in Folge den Radklassiker Eschborn Frankfurt gewonnen. Neben ihm schafften es mit Rick Zabel und John Degenkolb zwei Deutsche aufs Podium. Ja, in Ermangelung einer vorliegenden norwegischen Nationalhymne sang der Sieger einfach selbst. Das traditionsreiche Rennen in und um Frankfurt war gekennzeichnet von Temperaturen um 3 Grad im Taunus und stundenlangem Regen. Diesen Bedingungen musste Weltmeister Peter Sagan, einer der Favoriten, Tribut zollen. Er stieg vorzeitig vom Rad. Auf dem schweren Kurs mit dem Anstieg am Mammolzheimer Berg in Königstein mussten aber auch andere prominente Fahrer ihre Ambitionen begraben. André Greipel und Marcel Kittel verloren hier den Anschluss. Für Alexander Kristoff war es am Ende ein deutlicher Erfolg vor seinem deutschen Teamkollegen Rick Zabel, dessen Vater Erik einst selbst dreimal am 1. Mai triumphierte. 3 Erfolge in Reihe gelangen aber bislang nur Alexander Kristoff aus Norwegen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 2. Mai. Über Mitteleuropa liegt tiefer Luftdruck, sodass der Mai sich weiterhin von seiner ungemütlichen Seite zeigt. Im Südwesten und Nordosten gibt's heute Nacht Wolkenlücken, sonst meist stark bewölkt. Besonders in der Mitte fällt zum Teil ergiebiger Regen, der sich morgen allmählich in den Norden verlagert. Dort scheint zunächst aber noch die Sonne, die sich später auch im Osten und Süden zeigen kann. Einzelne Schauer sind dort aber auch noch unterwegs. Heute Nacht 9 Grad im Emsland bis 0 Grad am Alpenrand. Morgen 7 Grad im Thüringer Wald bis 17 Grad am Bodensee.
Auch am Mittwoch mehr Wolken als Sonne und gebietsweise Regen oder Schauer, örtlich Gewitter, in Küstennähe windig. Donnerstag und Freitag ändert sich an dem wechselhaften Wetter noch wenig. Pina Atalay meldet sich um 23.05 Uhr mit diesen Tagesthemen. Truppe mit Führungsproblem von der Leyen und die Bundeswehr und App statt Bank, Filialsterben auf dem Land. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.